Hey ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video. Und zwar lese ich gerade das Buch Mystische Spuren, also die Geschichten von Mottenflügel, Baum und Kieselglanz. Da ist mir was ziemlich Komisches aufgefallen und ich denke, dass es vielleicht auch bei einigen von euch so sein könnte. Da wollte ich jetzt einfach mal fragen, ob das bei euch auch so ist. Ich versuche jetzt so wenig wie möglich vom Inhalt des Buches zu zeigen, weil ich da nicht weiß, wie das mit Copyright, Urheberrecht und so ist, ab wann das verletzt ist, wenn man da was raus zeigt. Deswegen versuche ich es mehr zu erklären. Und zwar, hier endet die Geschichte von Baum und hier beginnt die Geschichte von Mottenflügel. Dann ist hier ganz normal die Hierarchien und die Karten und dann beginnt jetzt hier das erste Kapitel. Dann geht es auch erstmal die ersten 6 Seiten ganz normal weiter. Und hier sind wir jetzt auf Seite 224. Und hier jetzt plötzlich wieder auf Seite 193. Also hier geht jetzt plötzlich nochmal die Geschichte von Baum weiter. Also das, was wir schon hatten. Also genau wie es schon vorher war. Und die geht jetzt bis zum Ende der Geschichte weiter und endet jetzt hier wieder mit Seite 206. Also einfach doppelt nochmal das Ende von Baums Geschichte. Und hier geht es jetzt wieder weiter mit Mottenflügels Geheimnis. Wieder ganz normal mit den Hierarchien, den Karten und hier dem ersten Kapitel. Geht hier auch erstmal wieder normal weiter. Wieder bis Seite 224 und jetzt hier plötzlich Seite 257. Was ja ein recht großer Sprung ist. Und hier auf Seite 224 ist jetzt der letzte Satz. Wir wollten nur, stammelte Kaulquappe durch, Bindestrich. Und der erste Satz auf 257 ist, lassen, dachte sie grimmig. Also durchlassen macht ja schon Sinn, aber der Satz, wir wollten nur, stammelte Kaulquappe, durchlassen, dachte sie grimmig, das macht ja keinen Sinn. Ich habe jetzt auch schon ein bisschen weitergelesen und an sich ist die Handlung nicht so unpassend, weil hier ist ja Mottenflügels Traum und hier wacht sie jetzt auf. Deswegen weiß ich nicht, ob jetzt wirklich die Handlung zwischen 224 und 257 fehlt oder ob da was hier mit den Zahlen einfach falsch ist, aber der Satz macht ja auch keinen Sinn, also der Übergang von den beiden Seiten. Deswegen wollte ich mal fragen, ob das bei euch auch so ist und habt ihr das dann einfach weitergelesen, weil ich weiß, wie gesagt, nicht, ob das Ganze zwischen den Seiten fehlt oder ob nur irgendwas mit den Seitenzahlen schiefgelaufen ist und vielleicht mit dem letzten Satz oder so, aber es ist ja auf jeden Fall schon sehr seltsam. Deswegen wollte ich da mal nachfragen, ob das bei euch auch so ist. Ansonsten kann ich nur sagen, ich habe die 7. Staffel jetzt fertig gelesen und möchte auch auf jeden Fall so ein kleines Video dazu machen, so einen Rückblick. Und ich möchte ja auch so ein Video machen, was meine Meinung zu dieser Entwicklung von Warrior Cats ist. Und ich denke, das wird so ungefähr in den nächsten 2 Wochen kommen, aber ich bin mir nicht so sicher, wann genau ich die Zeit dafür haben werde. Und ja, ansonsten würde ich sagen, bis bald und schreibt unbedingt mal in die Kommentare, ob das bei euch auch so ist. Also, ob da bei euch auch so ein Durcheinander ist.